Wir haben euch bereits die Blattschneiderameisen als unsere fleißigsten Einwohner vorgestellt. Hier im dritten Stock gibt es aber noch einen anderen Kandidaten, der mindestens genauso fleißig ist. Ob seine Arbeit immer so sinnvoll ist, schauen wir uns einfach mal an. Der Goldstirn-Brunnenbauer räumt von morgens bis abends seinen Höhleneingang frei. Dazu nimmt er das Bodensubstrat in den Mund und spuckt es einige Zentimeter vor dem Höhleneingang wieder aus. Ab einer gewissen Höhe rutscht der Boden wieder vor, aber unser Brunnenbauer lässt sich nicht entmutigen und macht weiter. Stunde für Stunde, Tag für Tag, wahrscheinlich sein ganzes Leben lang. Der Goldstirn-Brunnenbauer ist übrigens ein Kieferfisch und gehört somit zu den Barschverwandten. Kennst du eine Barschart bei uns im Haus des Meeres, die wir dir mal vorstellen sollen?